Hi, Daryl Combs hier. Seid ihr auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe unserer spirituellen Sprechstunde. Wir haben alle schon etwas über Engel gehört, über Geistführer, über die geistige Welt und wie Sie wissen, sind ja bei mir immer Menschen zu Gast, die hier einen besonderen Draht in diese Welt haben. Und auch mein heutiger Gast, Jasmin Scheer, wird uns über diese Welt der Engel und der Geistführer berichten. Gleich mehr nach dem Intro. Willkommen zurück zu unserer Sendung Engel und Geistführer. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Wir hatten schon mal eine Sendung zusammen, aber dein Themenfeld ist ja doch relativ umfangreich. Und da haben wir gesagt, dieses Thema Engel und Geistführer, das wollen wir heuer nochmal oder in dieser Sendung nochmal ein bisschen tiefer beleuchten. Du selber sagst, du bist sensitiv, hast eine sogenannte mediale Begabung, machst Beratung von Menschen, auch mit Energiearbeit. Kannst du uns einmal etwas erzählen über deine Engelsbegegnung? Denkst du, es gibt noch mehr von diesen geistigen Wesen wie den Engeln? Ja, sehr gerne. Sphäre? Sehr gerne. Hallo, Nepomuk, danke vorerst mal für die Einladung auch. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, letztes Mal durfte ich ja viel über die Engel sprechen und die sind mir da sehr, sehr nah. Und natürlich gibt es noch viel mehr Begleiter, die wir haben, seien das nun auch die Naturwesen, die auch natürlich die Natur schützen und die Elfen, die Feen, die Baumwesen. Und ich sage dann oft auch gerne, es ist wie in einem Theater. Weil viele von uns können ja diese feinstofflichen Energien nicht visuell wahrnehmen. Doch wenn du in einem Theater sitzt, dann siehst du einfach die Schauspieler. Doch was dahinter ist, nämlich der Toner zum Beispiel, der das Licht macht, das alles wunderbar aussieht, oder auch das Konzert unten, die Musiker, die siehst du nicht. Und so ist es auch mit der geistigen Welt. Nicht alle können diese sehen, obwohl ich heute sage, doch, sie ist für jeden von uns fühlbar, wenn wir uns in diese Welt begeben möchten. Das bedeutet, wenn ich meine Hellsinne schärfe, wenn ich lerne, erstens einmal, dass diese Wesen in diesen anderen, nennen Sie es einmal Frequenzbereichen vielleicht oder Sinneswahrnehmungsbereichen liegen, haben wir aber auch die Möglichkeit, diese Sinne, die angelegt sind, bei Kindern sieht man das, dass die eben viel hellfühliger, hellsichtiger sind und dann irgendwann im Laufe des Heranwachsens, meistens mit 7, 8 Jahren, ist ein bisschen konditioniert, überschrieben wird. Aber wie war das denn bei dir? Wann hast denn du zum ersten Mal deinen, nehmen wir mal diesen Geistführer, gespürt oder gesehen? Ja, genau, da gibt es noch das ganze geistige Team, das jeder ja von uns hat und eben auch diese geistige Führung, die wir ja alle haben. Und als ich Kind war, hatte ich so den unsichtbaren Freund. Weißt du, wie viele Kinder, wie du vorher erzählt hast? Mhm. Und irgendwann ging das ein wenig verloren, obwohl ich Gott sei Dank wusste, dass ich immer begleitet bin, ja auch von den Engeln. Und später dann habe ich mich ja dann wieder ganz intensiv mit der Medialität auseinandergesetzt, habe dann ja in England studiert auch, Sensitivität und Medialität und bin da regelmäßig... Da gibt es ein College, wo man lernen kann. Ja, da gibt es Arthur Findlay College. Gibt es sowas in Deutschland auch oder in Österreich, in der Schweiz? Es ist so, dass wir einfach viele Lehrer auch haben in der Schweiz, die das anbieten, die Seminare und Ausbildungen aber anbieten. Aber so ein richtiges College, glaube ich, haben wir nicht, wie es in England gibt. Nein, wir haben hier das PSI natürlich, aber es ist kein wirkliches College. Da kommen einfach viele immer zu Besuch und es finden Abende und auch Tageskurse statt. Aber so ein College wie in England gibt es hier nicht. Genau, darum gehen sehr viele dahin und lassen sich dort ausbilden. Genau, und in England ist das ja auch anerkannt. Der Spiritualismus ist in England, hat einen ganz anderen Stellenwert. Das wird bei uns gar nicht so gesehen, glaube Nein, ich. Nein, leider nicht, noch nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich mich da intensiv auseinandergesetzt mit dieser Thematik und natürlich auch mit meinem geistigen Team und lernte dann wirklich auch die große Voraussetzung, mich mit meinem Bewusstsein auseinanderzusetzen. Das heißt, ich habe das Sitting in the Power gelernt. Das heißt, du sitzt in deiner eigenen Kraft. Du lernst, dein Energiefeld so stark auszudehnen, dass du wirklich spürst,
wow, da ist noch mehr. Da spürst du deine wirkliche Kraft und du lernst dann eben auch durch diese Kraft deinen Geistführer kennen. Und das wohl schönste Erlebnis hatte ich in diesem College. Weil es ist so, es gibt ja auch noch die Trance, den sogenannten Trance-Zustand in der Medialität. Das ist so, dass der geistige Führer dann so nah zu dir kommt, dass er dich so überschattet. Das heißt, das Gesicht verändert sich auch von der Person, die in der Trance ist. Und es wird, das Gefühl ist so nah, dass die geistige Welt wirklich so, so nah bei dir ist. Ich hatte damals aber das Gefühl, das sei nicht so. Ich hatte das Gefühl, wenn ich in die Trance gehe, dann kommt mein Geistführer und der kommt quasi durch mich durch. Und ich habe keine Kontrolle mehr über mich. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ich wollte deshalb nie in die Trance gehen. Und hattest du Angst davor? Ich hatte wirklich Angst davor, genau. Ich wollte das wirklich nicht, weil ich bin nun jemand, der doch noch gerne auch ein bisschen Kontrolle hat. Es ist auch so, dass ich heute weiß, dass kein Medium, außer du bist ein physikalisches Medium, wirklich in die Volltrance geht. Auf jeden Fall möchte ich gerne diese Geschichte erzählen. Die war wirklich so schön in England. Wir waren da 40 Studenten an einem Abend, alle Klassen zusammen. Und mein damaliger Lehrer sagte, so, jetzt singen wir zusammen 20 Minuten Om. Und danach sitzen wir 45 Minuten in der Stille, verbunden mit unserem geistigen Führer. Und da sind etwa 4 hier drinnen, mit denen passiert dann was. Einfach schon mal vorgemerkt. Und ich habe mich gefreut, weil ich liebte diese Verbindung. Ich habe meinen geistigen Führer immer genau gleich gespürt. Das ist übrigens auch so, wenn wir in die Verbindung gehen mit unserem geistigen Team, vor allem mit diesem geistigen Führer, spüren wir den immer gleich. Genauso ist es mit den Engeln. Wenn du in die Verbindung gehst mit den Engeln, dann spürst du jeder Engel anders, aber immer gleich. Mhm. Und so nahm ich ihn damals, wie ein halbes Stirnband hier hinten war. Ich freute mich auf diese Begegnung. Ich ging da in diese Begegnung und wir haben da oben gesungen und ich spürte diese Verbindung ganz, ganz stark. Und das ist immer sehr schön. Und dann plötzlich ging mein Arm, fuhr mein Arm wie von selbst von mir weg. Okay. Und das war ganz spannend. Und ich habe dann gedacht, ups, ich habe gemerkt, ich bin ja voll da, ich kann das ja erleben, das war mit, was passiert denn da? Und ich habe gewusst, das ist meine geistige Führung. Und ich habe gesagt, es ist okay, ich gebe dir die Erlaubnis, das zu tun. Und dann ging mein Arm auf die Seite, er ging hoch. Und ich habe diese Präsenz meiner geistigen Führung ganz nah gespürt. Also mein Arm, der ist 3/4 Stunden da oben gewesen. Mein Gesicht hat sich laut Angaben von denen, die links und rechts neben mir gesessen waren, verändert. Mhm. Wie nennt man das genau? Da gibt es einen Fachausdruck dafür, für dieses Fest. To blend. Also to blend heißt es in Englisch, das ist einfach die Überschattung. Mhm. Und so habe ich das gelernt, genau, die Überschattung. Und mein Atem hat sich verändert, das habe ich nicht gemerkt, weil das muss sehr laut gewesen sein. Das hatten mir die im Nachhinein gesagt, das habe ich nicht gemerkt. Aber mein Lehrer kam vorbei und sagte immer zu mir wieder, Jasmine, breathe slowly. Atme langsam. Und dann habe ich das alles wahrgenommen, gehört. Ich habe diese große Liebe gespürt, wie ich sie vorher noch nie so unglaublich stark wahrgenommen habe. Die bedingungslose Liebe und auch das große Interesse an mir und an dem, was ich bin. Und das hat mich unglaublich gefreut. Nach 3/4 Stunden hat er uns dann wieder zurückgeholt, unser Lehrer. Und ich hatte dieses Erlebnis, was ich nie vergessen werde. Hast du die nur gespürt energetisch oder hast du auch was gesehen innerlich? Ich habe das vor allem energetisch gespürt, diese unglaubliche Liebe. Also ich kann die gar nicht beschreiben, weil die ist wirklich nicht beschreibbar, weil du die nur fühlen kannst. Du kannst sie nur fühlen, mit Worten kann ich das nicht beschreiben. Die geht durch deinen Körper und du bist so nah in dieser Verbindung mit diesen geistigen Führungen und du merkst, was ich von meiner Mama ja gelernt habe, so spannend, du bist nicht alleine, du bist da. Und was ich auch weiß, ist, dass mir damals meine geistige Führung zeigen wollte, was alles möglich ist. Mhm. Dass ich keine Angst haben muss. Was ich dann auch wieder gemerkt habe, ist im Nachhinein, weil wenn du in dieser Trance bist, dann bist du nur im Jetzt. Da gibt es keine Zeit mehr. Ich habe niemals gedacht, dass ich 45 Minuten in diesem Zustand war. Es war zack, war das vorbei. Mhm. Es gibt keine Zeit in der geistigen Welt, das gibt es nicht. Es gibt nur das Jetzt. Und was ich danach gefühlt habe, ist, ich bin vollkommen frei. Mein Bewusstsein, und nicht nur mein, sondern jedes Bewusstsein von uns allen,
ist eigentlich vollkommen frei. Es ist weit und es ist groß. Und es gibt keine Begrenzung in diesem Bewusstsein. Wir grenzen uns nur ein, indem wir uns selbst begrenzen. Es ist alles möglich. Das heißt, es ist alles möglich in diesem Leben mit meinem Bewusstsein. Das ist, glaube ich, auch ein Themenfeld, das in Zukunft vielleicht noch mehr zunehmen wird. Mhm. Diese Begrenztheit, die wir uns immer wieder selber auferlegen und sagen, das kann ich nicht oder das ist ja unmöglich und so weiter. Aber es gibt ja immer Menschen, die das Unmögliche möglich machen und Bewusstsein ist scheinbar ein Element dafür, um hier Unmögliches möglich zu machen und in eine Sphäre reinzukommen, auch ja, geistig, wo man sagt, wow, ich kann Dinge erleben, die erlebt vielleicht dann nur ich, aber nicht der Rest. Aber für mich ist das dann Realität, oder? Genau. Du hast ja auch irgendwie kürzlich eine Botschaft erhalten. Was war das für eine Botschaft? Die war sehr, sehr, sehr schön. Und es ging genau um das. Es ging darum, dass die geistige Welt mir sagte, du bist viel, viel, viel mehr, als du zu glauben scheinst. Und ich habe dann gesagt, ja, ihr Lieben, das weiß ich jetzt, ja. Das habt ihr mir schon so oft gesagt, aber kommt, erklärt mir doch mehr. Was möchtet ihr wirklich damit sagen? Mhm. Und da kam ganz klar durch, schaust du, schau, das, was du wirklich bist, das kannst du mit deinem Verstand gar nicht erklären. Weil deine Essenz und unser aller Essenz, nicht nur meine Essenz, ist wirklich die reine Liebe. Und diese Liebe, die kannst du nicht mit dem Verstand erklären, die kannst du nur in deinem Herzen fühlen. Denn das ist deine Seelenessenz. Doch als deine Seele sich entschieden hat, hier auf diesem Planeten zu inkarnieren, hat sie ein Gefäß ausgewählt. Und das ist dieser Körper. Und der ist nicht so groß. Das heißt, deine Seele musste sich ganz eng machen. Sie musste sich komprimieren, dass sie da Platz hat in diesem Körper. Da stellt sich für mich eine Frage, die vielleicht auch manche zu sehr jetzt gerade stellen. Warum haben wir uns kein größeres Gefäß gegeben? Genau. Vielleicht hätten wir in diesen Schachteln namens Häuser keinen Platz mehr. Ist halt so. Wahrscheinlich wird auch das größere Gefäß vielleicht noch zu klein für das. Wenn hier, ja, das ist richtig. Und schön war dann auch zu sehen, dass sie mir auch dann mitgeteilt haben, dass in diesem Gefäß ja nicht nur diese Essenz der Liebe Platz hat, sondern ich ja auch für dieses Leben hier, für diese Inkarnation, den Verstand brauche. Mhm. Dass ich die Regeln, die Gesetze einhalten muss auf diesem Planeten. Und der Verstand, der braucht ziemlich viel Platz in diesem Gefäß. Wenn man den Verstand mal gleichsetzt mit dem Betriebssystem dieses Avatars, dann ist vielleicht auch das besser zu verstehen. Ja, 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 genau. Das ist schon auch so, ja. Und das ist ja auch wichtig, dass wir das haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Doch die Liebe, noch mal zu der Botschaft, die hat dann vielleicht weniger Platz gekriegt. Also die hat ganz klar, so wie es mir gesagt wurde, weniger Platz gekriegt. Weil der Verstand wurde immer größer und größer. Das bedeutet, wenn man sich versucht, das mal zu übersetzen, wir steigen in ein Fahrzeug, das so viel Automatik hat, dass man sagt, wir können eigentlich uns reinsetzen und das fährt automatisch überall hin, packt automatisch ein, erkennt Hindernisse etc. Ja. Ja. Und wir müssen gar nicht mehr ans Steuer greifen. Und wir würden aber oder gerne mehr selber fahren. Ja. Vielleicht ist es, dass wir die Verantwortung eben dieses Betriebssystem unserem Verstand so weit übergeben haben, dass wir uns zurücklehnen und sagen, und haben wir gerade vielleicht vergessen, hier eingehen, mal selber wieder an Steuer zu gehen, oder? Diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung, genau. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Und jetzt ist eben die Zeit da, wirklich die Zeit für uns alle, dass wir diese Liebe wieder in unser Herzen lassen. Und bewusst wird, die sind wir. Das ist unsere eigentliche Essenz, nicht der Verstand. Weil diese Liebe ist das, was ewig bleibt. Das ist, was geht und das ist das, was gekommen ist. Und jetzt dürfen wir die Liebe endlich rauslassen. Und was ist ganz wichtig, dass wir diese Liebe wirklich aus unserem Herzen strömen lassen, damit andere Menschen erkennen, hey, auch ich habe diese Liebe in mir und ich darf sie leben. Es gibt ja Menschen in der Vergangenheit, die waren wahre Leuchttürme in dieser Liebe. Ob das jetzt Gandhi war, Christus, Buddha, wie sie alle geheißen haben, diese Größen, die wir, sage ich mal, noch kennen. Vielleicht gibt es ja viele, die wir vielleicht nicht kennen. Da denkt sich vielleicht der Normalbürger, ja, ich spüre vielleicht diese Liebe gar nicht so stark. Oder wie gibst denn du diese Liebe weiter? Gibt es dann hier, wie mache ich mich denn hier, dass ich auch diese Liebe spüren kann und weitergeben kann? Weil das, der Alltag, ja, der
konditioniere uns oft so, dass ich gar nicht an das denke, Liebe weiterzugeben, weil ich vielleicht beschäftigt bin, mir meinen Alltag so zu organisieren, dass ich immer in den Tag rüberkomme. Ja, das ist auch ganz normal. Wir sind Menschen. Und auch ich bin ganz ein normaler Mensch. Das ist mir ganz wichtig. Ich lebe ein ganz normal geerdetes Leben. Und doch weiß ich, und das ist mir so wichtig, dass wir alle diese Liebe sind. Und doch weiß ich, dass es so wichtig ist, diese Liebe zu leben, diese Essenz, gerade in der heutigen Zeit wieder. Wie ich das mache, ist, ich leite ja Seminare und habe auch Einsitzungen, die ich gebe. Und was einfach ist, ist, dass wir viele, viele Menschen von uns diese Glaubenssätze übernehmen. Das heißt, unser Verstand übernimmt Glaubenssätze. Sei das, du übernimmst sie in der Schule, du bist nicht gut genug. Sei das, du übernimmst sie von der Familie, du musst leisten, sonst bist du nichts. Ja, da, wir haben ja unsere Sprüche, in jeder Kultur gibt es die wahrscheinlich. Mhm. Und wir haben tatsächlich unsere Konditionierungen in dieser Leistungsgesellschaft, wo man gesagt hat, nicht, von nichts kommt nichts. Und ne, genau wie du gesagt hast, mach was Gescheites nicht und hör auf mit diesem Unsinn und so weiter. Alles ist auf unser Geldsystem ausgerichtet. Du brauchst Geld, um hier zu überleben und so weiter. Du kannst nicht einfach so in den Tag hinein leben. Also du kannst nicht einfach den Moment genießen. Du musst ja dein Leben planen, organisieren und strukturieren. Das sind diese ganzen Glaubenssätze. Und ich glaube, das größte Problem, vielleicht sollte man auf das eingehen, ist ja, weil viele Menschen denken, ja, unser Verstand ist ja so großartig, die haben, was ich, alle möglichen Dinge erfunden, die ganze Technik, die uns hier umgibt, ist vom Verstand entstanden oder ausgelesen worden, wenn man es einmal so sagt, weil offensichtlich ist ja diese Technik auch in diesem Bewusstsein angelegt. Aber jetzt denken wir könnten unser Leben auch mit diesem Verstand planen und organisieren. Ist da ein Denkfehler drin? Also für mich ist es klar, ganz wichtig, dass wir das auch, dieses Werkzeug auch nutzen. Aber das andere haben wir vergessen. Das ist für mich der Denkfehler. Dieses Bewusstsein, unser Bewusstsein haben wir vergessen. Weil unser Bewusstsein ist unglaublich groß. Das habe ich in der Trasia erlebt. Unser Bewusstsein haben wir wie auf die Seite geschoben, um den Verstand mehr Platz zu machen. Und das geht mir ja genau. Und in diesem Verstand wurden diese Glaubenssätze zu unserer Wahrheit. Das heißt, der Verstand hat unsere Seele dieses mitgeteilt und dass wir das Gefühl haben, das bin ich. Ich bin mein Glaubenssatz. Du meinst also, das, was wir natürlich auch lernen, wenn wir in dieser westlichen Zivilisation groß werden, dass wir eben diesen biologischen Körper haben, dass alle Prozesse, die darin ablaufen, Ursache und Wirkung sind, chemische Prozesse, Botenstoffe im Gehirn. Wir sind sozusagen unser Gehirn. Das, was wir glauben, dass dieses Ich eine Illusion ist, in der Fachsprache sagt man ein sogenanntes Epiphänomen, also ich bilde mir ein, ich habe ein Ich und dabei habe ich gar keins, weil es mich eigentlich gar nicht gibt. Aber du sagst, dieses wahre Bewusstsein, also das wahre Sein, du nennst es jetzt Bewusstsein, ich nenne es Sein, ist eigentlich diese in diesem Biocontainer noch mit agiert, den haben wir völlig rausgemittelt. Ja, viele von uns, genau. Ja, nicht alle, aber viele natürlich. Genau. Und die Religionen konnten das aber auch irgendwie nicht auffangen. Die haben auch ihre dogmatischen Glaubenssätze, dass viele Menschen sagen, na, dem wollen wir aber gar nicht mehr so folgen. Genau, und es geht ja hier genau darum. Es geht um Freiheit. Mhm. Weil dieses Bewusstsein ist absolut frei. Es ist weit. Und wenn wir das einengen, dann werden wir nicht mehr unser ganzes Potenzial leben, weil wir uns selbst begrenzen. Jetzt sind wir beim wichtigen Punkt, weil viele werden sich fragen, und was habe ich jetzt davon? Mhm. Weil viele Menschen leben vielleicht nicht das, was sie gerne leben wollen, wo sie sagen, oh, da liegt mein Talent. Vielleicht haben viele auch ihre Talente noch gar nicht, sage ich mal, erkannt oder sind ihnen nachgegangen, sondern sie leben eben ein Leben aus diesen Glaubenssätzen heraus. Du brauchst einen Beruf, wo du dein Unterkommen verdienen kannst, Miete zahlen etc., weil vielleicht mit dem, was du vielleicht denkst, vielleicht gar kein Geld verdienen kannst, das ist vielleicht nur Spinnerei, aber du sagst nein. Ich sage, es ist wichtig, dass wir natürlich uns wohlfühlen in dem und ich möchte es auch nicht negativ werten, weißt du? Ich glaube, jeder Mensch da soll das machen, was ihm wirklich Freude macht und es gibt vielleicht auch Zeiten im Leben, da ist es schwierig und da hat man einen Beruf, der vielleicht nicht so viel Freude macht. Ich glaube, dann ist es vor allem wichtig, dass wir uns das bewusst werden. Wir müssen uns wieder bewusst werden, was bin ich denn, wer bin ich denn? Was macht mir wirklich Freude? Und wenn ich natürlich immer den Verstand über mich setze und eben ich muss arbeiten, um Geld zu verdienen, sonst kann ich nicht überleben, dann ist es ja auch mit einer großer Angst unbewusst verbunden. Und die Angst, die hindert natürlich jede Form von Entwicklung.
Und deshalb habe ich für mich, wenn du vorher gefragt hast, wie begleite ich die Menschen, habe ich für mich etwas gesucht. Wie kann ich die Menschen unterstützen, dass sie erkennen, da ist viel mehr drin und alles ist wirklich möglich. Das heißt, das Potenzial, was noch drin ist, genau, mehr zu entfalten. Genau, das kannst du auch. Also, weißt du, ich bin ja Logopädin auch noch. Ich arbeite einen Tag noch als Logopädin in einer Schule mit sozial auffälligen Kindern. Und das macht mir Spaß, das erdet mich wirklich. Und, aber ich bin noch viel mehr wie das. Wir sind alle viel, viel mehr. Und wenn es möglich wird, dass wir eben dieses andere auch leben dürfen, dann brauchen wir auch keine Angst zu haben. Und ich habe wirklich keine Angst. Ich habe eigentlich wirklich überhaupt keine Angst, weil ich so in dieser Freiheit lebe und eben in diesem Vertrauen. Aber viele Menschen haben natürlich Schicksalsschläge. Viele Menschen haben ja viele negative Dinge erlebt. Vielleicht wurden sie gemobbt, vielleicht sind sie ein bisschen, in Anführungsstrichen, anders als wie der Rest. Und dafür waren sie als Kinder schon Außenseiter, die sich vielleicht gar nicht mehr trauen. Sagen, wenn ich mich so verhalte, was ich gerne, dann bin ich wieder der Außenseiter. Oder dann scheitere ich wieder. Vielleicht sind diese Ängste, die ja gar nicht unbegründet sind, weil es vielleicht schon mal passiert ist. Aber du denkst, hinfallen und dann wieder aufstehen? Auf jeden Fall, wir alle haben unsere Geschichte. Und das ist auch wichtig. Es sind Erfahrungen, die wir machen hier auf diesem Planeten und die uns weiterbringen in unserer Entwicklung. Und so gibt es ja eigentlich keine negativen wie keine positiven Erfahrungen. Es sind einfach Erfahrungen, die uns weiterbringen. Das heißt, das Werten aufhören, dass man sagt, das ist gut oder das ist schlecht. Dass weißt, man sagt, weißt du, ich denke, es ist ja schon so, wenn ich einen roten Apfel habe oder einen grünen, dann muss ich mich entscheiden. Das heißt, ich entscheide mich für einen dieser Äpfel, oder? Das ist immer so, wir müssen uns immer entscheiden. Ich glaube, wichtig ist, in der Dualität leben wir ja hier auf diesem Planeten, wir müssen uns entscheiden, das dient unserem Wachstum auch. Wichtig ist, dass wir nicht verurteilen. Urteilen tun wir ja, welcher Apfel esse ich jetzt, ja, aber aus dieser Verurteilung rauszukommen. Und dann ist es wirklich wichtig für mich, dass wir erkennen, jeder von uns, ich bin nicht meine Glaubenssätze. Das ist mir das größte Anliegen, dass ich dies den Menschen, meinen Klienten, aber auch meinen Seminarteilnehmern weitergeben kann. Du bist nicht ein Glaubenssatz. Das hat natürlich auch was mit Wissenschaft zu tun. Wir haben ja in den letzten 300 Jahren die Aufklärung hinter uns. Wir durften lernen, wie Evolution, Anführungsstrich, vielleicht funktioniert, wie Naturgesetze funktionieren, wie man eben mit diesen Erkenntnissen Technologie entwickelt, Kultur entwickelt, uns ja ein längeres Leben verschafft, Medizin und so weiter. Das heißt, diese Glaubenssätze haben ja auch ein gewisses Fundament, wenn es das betrifft, was diese Dinge sind. Aber es gibt ja auch Glaubenssätze, die sind vielleicht eher erfundene Sachen. Genau, die sind erfunden und das bin nicht ich. Verstehst du? Das ist das. Ich glaube, um das geht es mir vor allem. Dieser Glaubenssatz bin nicht ich. Also ich bin nicht die, die immer alles alleine machen muss. Ich bin nicht nur die Glaubenssätze, die du als Kind bekommst. Ich hatte zum Beispiel mal einen Klienten, der sagte zu mir, weißt du, ich habe das Gefühl, ich darf einfach nicht glücklich sein. Ich habe alles, aber ich bin einfach nicht glücklich. Warum ist das so? Er hat dich aufgesucht, weil er diesen Zustand hinterfragen wollte. Genau. Und der hatte wirklich alles und das war eine wunderbare Persönlichkeit und wie ich vorher schon gesagt habe, es ist wichtig, dass wir erkennen, dass wir unser Bewusstsein wieder erkennen und so bin ich auf die Suche gegangen, bevor ich natürlich Klienten betreut habe, wie kann ich das den Menschen zeigen und ich bin zum autogenen Training gekommen, dass die Menschen wieder lernen, in die Ruhe zu kommen, weil es durch die Meditation nicht für alle möglich ist. Und so habe ich diesen Menschen begleitet, durch das autogene Training, in die absolute Entspannung zu kommen, zuerst einmal. Und dann haben wir eine Reise gemacht, gemeinsam. Wir haben eine Reise gemacht und sind quasi geflogen. Über seine Timeline, über seine Zeitlinie geflogen. Bis dahin, wo er das erste Mal das Gefühl hatte, ich darf nicht glücklich sein. Und das war so spannend, weil in diesem autogenen Training ist der Klient in einem trance-ähnlichen Zustand, so wie ich ihn damals erlebt habe, mit seinem eigenen Bewusstsein. Und er fliegt quasi in diesem Trance-Zustand und er sieht ganz klare Bilder. Und das war so schön zu sehen, weil er ging dann zurück bis zur Geburt. Und dann hat er plötzlich seine Mutter gehört. Die Stimme seiner Mutter hat ihm damals gesagt, ich habe Angst. Du bist das fünfte Kind. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin schon alt. Kann ich das überhaupt noch? Habe ich genügend finanzielle Mittel, die ich auch noch durchzukriegen? Schaffe ich das? Ich habe Angst. Und
schaffe ich das? Und vor allem auch, er spürte dann auch, bin ich denn wirklich gewünscht? Und das heißt, diese negativen Anführungsstriche, Angstzustände deiner Mutter hat ja praktisch übernommen und hat sich da gesagt, okay, ich kann gar nicht glücklich sein. Seiner Mutter. Und in diesem Moment, du musst wissen, wir gehen nie in dieser Behandlung oder in dieser Zeit, die ich den Menschen dann gebe, gehen wir nie in das Geschehen. Wir bleiben immer in der Upper Line, sagt man, weil sonst hast du eine Retraumatisierung. Ich glaube, und das will ich nicht, genau. Sondern wir haben von dieser Höhe dann gesehen, was passiert jetzt. Reicht es, wenn er das sieht und sagt, ah, jetzt weiß ich, wo es herkommt? Nein, nicht? Es reicht nicht. Er sieht das und dann wurde es wichtig, all das der Mama zurückzugeben. Weil es ist nicht er. Die Ängste hat er übernommen, es sind nicht seine Ängste. Und er hat es dann in dieser Situation dieser Mutter wieder zurückgegeben. Ich gebe dir das in Wertschätzung und Liebe zurück, weil ich bin das nicht. Das hat er geistig gemacht und hat gesagt, geistig gemacht und ich habe dann leider immer die Engel ein, natürlich, mitzuhelfen und wir segnen diese Situation auch. Das ist mir ganz wichtig, dass da ein Segen drauf ist und dass es in Liebe gemacht wird. Weil die Mama, die hat das nicht böse gemeint. Na klar, und das Kind die genau. Ängste. Ja. Und das Kind hat es übernommen. Und plötzlich hat er gesagt, ich fühle mich jetzt so frei. Und ich spüre die Wärme in mir. Ich fühle mich so glücklich. Es geht mir so viel besser. Und ist gut. Dann denkst du jetzt oder spürst du, möchtest du zurückfliegen? Ja, es ist jetzt gut. Und dann ist er dann zurückgeflogen. Und während der Reise zurück wird dann das Unterbewusstsein noch gestärkt mit all seinen Wünschen. Ich habe das Recht. Ich bin vollkommen. Ich habe das Recht, glücklich zu sein. Und ich sehe all das in mein Leben, was ich brauche, um glücklich zu sein und so weiter. Und all diese positiven Affirmationen, diese Autosuggestionen auch, die bekommt er auf der Rückreise und das Wissen, dass er begleitet ist. Und er geht zurück, bis er dann wieder im Hier und Jetzt ankommt und dann auch mir sagt, wie geht es ihm jetzt? Und es geht ihm gut. Hast du den auch länger begleitet, dann diese Person noch? Es ist so, dass ich natürlich diese Person begleite, aber das Allerwichtigste ist, dass sie von mir eine Audiodatei nach Hause bekommen. Während der ganzen Sitzung nehme ich das auf, aber nur das Positive. Die Ablösung nehme ich nicht auf, weil die muss nur einmal geschehen, dann ist die abgelöst. Die hört er sich wieder an und dann kommt er wieder... 21 Tage lang wird das angehört, weil es ist erwiesen wissenschaftlich, dass das Unterbewusstsein 21 Tage lang dasselbe immer wieder hören soll, sich bewusst werden darf, bis es neu abgespeichert ist. Und das ist einfach wirklich so schön und ein Geschenk für ein neues Leben. Also die Programmierung überschreiben, nicht, genau. Das dauert ein bisschen nicht. Genau. Hast du da was mitgebracht zu dem Fall oder ist ja, das was anderes? Ja, ich habe etwas mitgebracht. Genau, ich habe ein Kartendeck gemacht. Und zwar habe ich Fotos gemacht und gespiegelt. Und auf jeder Foto habe ich eine positive Affirmation, ein Kartendeck. Und ich habe die Fotos gespiegelt, weil mir ja die Naturwesen auch so wichtig sind. Sollen wir die mal in die Kamera halten? Oder? Nein. Also du hast praktisch Bilder gemacht, die du gespiegelt hast. Genau, und in den Spiegelungen werden immer wieder wirklich sehr, sehr schöne Naturwesen auch sichtbar. Und ich staune immer wieder, was ich da zeigen möchte. Mhm. In jedem von diesen Bildern kann man bei mir auf meiner Homepage erwerben. Ja, weil es ist so wichtig, dass wir uns selbst eben auch immer wieder... Das Positive schenken auch. Es ist wie Seelennahrung. Das heißt, es gibt noch viel zu tun auf dieser Erde und viele Menschen, die vielleicht auf der Suche sind, können bei dir auch Hilfe, Unterstützung finden. Ja. Und ich glaube, wir werden noch mehr Gespräche führen müssen, denn das Themenfeld ist ziemlich groß, aber leider sind wir schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Liebe Jasmin, danke für deine Informationen und danke, liebe Zuseher, dass wir wieder die spirituelle Sprechstunde mit dem Thema Engel und Geistführer. Danke.